Rumänien 1989. Eine Welle des Zorns beendet eines der grausamsten Regime der Welt. Diktator Nicolae Ceausescu wird gestürzt. Am 25. Dezember wird das Diktatorenpaar vor Gericht gestellt, verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. Es heißt, alles sei spontan geschehen. Als 1000 Menschen kommen im Dezember 89 in Rumänien zu Tode. Der 23-jährige Curie Kelemen aus Temeschwar stirbt am selben Tag wie Ceausescu, von einem Scharfschützen erschossen. Opfer in einem strategischen Spiel. Der 25. war ein Montag. Es war am Weihnachtstag. Der erste Weihnachtsfeiertag. Am Abend davor schmückte er den Weihnachtsbaum. An diesem Abend haben wir sein Fahrrad repariert. Ich hatte gerade frei. Und als ich um 9 Uhr aufgestanden bin und auf den Balkon hinausging und hörte, wie sie schießen, habe ich sofort gefragt, wo die Kinder sind. Sie waren gegangen. In dem Moment, als er hineinging, als er die Tür aufmachte, das war vorbereitet. In die linke Schläfe wurde er getroffen. Mit einem Präzisionsgewehr. Mit einem Gewehr erschossen. Die Frage ist, wer hatte denn ein Präzisionsgewehr? Weil das kein Soldat sein könnte, der jetzt nur anfing herumzuschießen. Oder jemand, dem einfach irgendein Gewehr in die Hände fiel. Der, der dieses Gewehr hatte, konnte auch damit umgehen. Und er konnte gut damit umgehen. Dann hat mein Vater von dem Unglück erfahren. Und wir sind zu zweit von der medizinischen Universität zum städtischen Krankenhaus gegangen. Aber als wir dort ankamen, war es schon zu spät. Er war schon tot. Und diese Frage hängt noch immer in der Luft. Warum? Warum nur? Warum sterben 1104 Menschen damals im Dezember 1989? Die anderen Länder des Ostblocks leiden ebenfalls unter repressiven Regimen, aber erleben die Wende ohne Blutvergießen. Was ist so anders an Rumänien? Nicolae Ceausescu. Seit seiner Machtübernahme 1965 forciert Ceausescu den eigenständigen Weg seines Landes. Er bekräftigt Rumäniens Unabhängigkeit von Moskau und etabliert einen national geprägten Kommunismus. Geschickt appelliert er an den Nationalstolz seiner Bürger und gewinnt immer mehr an Popularität. In 1968 stellt sich Ceausescu als einziger Führer eines Warschauer Paktstaates gegen den Einmarsch der Sowjets in Prag und wird von der ganzen Nation gefeiert, weil er es wagt, sich dem Kreml zu widersetzen. Der Westen belohnt ihn mit Krediten. Die 70er Jahre sind eine Zeit des ökonomischen Aufschwungs. Doch in den 80er Jahren ändert sich alles. Als Perestroika-Gegner lehnt Ceausescu Gorbatschows Reformkurs ab. Er stellt damit sein Land ins Abseits. Isoliert von Ost und West treibt er das Volk und Rumänien in einen Abgrund des Elends. Musik
Nach außen spielt Ceausescu den Mächtigen und frönt auf Kosten der Bevölkerung seinem Größenwahn. Geblendet durch den selbst erschaffenen Personenkult um sich und seine Frau Elena, erkennt der Diktator den Ernst seiner Lage zu spät. Denn er ist inzwischen ein Dorn im Auge von Moskau und Washington. Europas Einigung steht auf dem Spiel. Die ist Grundvoraussetzung für Deutschlands Wiedervereinigung innerhalb der NATO und Amerikas Ziel. Ende 89 steht Ceausescu im Weg und es bleibt wenig Zeit zu handeln. So that's why it was important to clear the way and to clean the road. Deshalb war es wichtig, diejenigen aus dem Weg zu räumen, die diesen Prozess aufhalten und verhindern würden. Unter anderem Ceausescu. This process, among others, Ceausescu. So from the point of view of the two sides of Europe being united. Also vom Standpunkt aus gesehen, dass die beiden Teile Europas wieder vereinigt werden sollten, hätte die Anwesenheit und die Stimme von Diktatoren wie Ceausescu den Prozess deutlich erschwert. Aus dieser Sicht also waren die Wege erst geebnet, als er verschwunden war. As soon as he disappeared, the process got a cleaner table. Und es gab die Kalkulation, die Beurteilung, dass eine starke amerikanische Rolle in Europa vorteilhaft wäre, in jeder Hinsicht. Und dass diese Rolle sogar wichtiger als die Vereinigung Europas wäre, ja wichtiger als die Stärkung der europäischen Integration und jedenfalls wichtiger als das Ende der sowjetischen Bedrohung. Wir waren deshalb der Ansicht, dass die Wiedervereinigung Deutschlands und die Vereinigung Europas auf eine Weise verwirklicht werden könnte, die Amerikas führende Rolle in Europa sicherstellt, wenn auch diese Rolle eventuell abnehmen würde. Wie man eine Revolution organisiert? Ich meine, der erste Schritt ist, die gegnerischen Kräfte im gegebenen Land auszumachen. Es ist unerlässlich, eine hochwirksame nachrichtendienstliche Operation einzuleiten, die feststellt, welche Menschen genügend Glaubwürdigkeit und Einfluss besitzen, um die Bevölkerung zum Nachteil des führenden Regimes zu destabilisieren. Ich habe mein Leben lang von der Revolution geträumt und jetzt lehre ich Theorie und Geschichte der Revolution, weil ich auf das Thema fixiert bin. Ich war nämlich in jener Zeit sehr involviert, in alles sehr involviert. Aber ich will mich nicht brüsten und erzählen, wie mutig ich gewesen bin. Wenn man vom Funken spricht, der einen revolutionären Zustand auslöst, wie in Temeswar oder Bukarest, um die Massen auf die Straßen zu treiben, es ist möglich. Man kann Vorfälle, Ereignisse provozieren. Es ist möglich. Ich war in Verbindung mit der Oxford Group, mit der amerikanischen Botschaft, dem British Council, dem deutschen Botschafter in Bukarest. Sie wollen zu viel wissen. Regimegegner finden aufmerksame Zuhörer im Westen. Geheimdienstler, getarnt als Diplomaten, orten, kontaktieren und begleiten Dissidenten. Wie Universitätsprofessorin Doina Kornea. A partir de 82. Seit 82 stand ich unter Beobachtung. Jeder, der Texte an Radio Freies Europa schickte, wurde überwacht. Danach wurde ich bekannter und dadurch wurde alles einfacher. Dank der Botschaftsleute, die mir sehr behilflich waren. Ich durfte nicht davon sprechen, sonst hätte es zu einem diplomatischen Konflikt geführt, nicht wahr? Rumänien und sein Nachbar Ungarn haben ein historisch vorbelastetes Verhältnis. Hauptstreitpunkte sind Gebietsansprüche auf Siebenbürgen und die Rechte der ungarischen Minderheit in Rumänien. Westliche Geheimdienste nutzen den Konflikt aus.
Sie verknüpfen Ceausescu-Gegner in Ungarn und Rumänien zu einem Netzwerk. Die ungarische Dissidentin Eneke Bolobas hält enge Kontakte zu den sogenannten Diplomaten von der CIA. Diesen Leuten war es wichtig, dass es keine nationalistische Gruppe sein sollte. Sie wollten alle vereinen, die anti-Ceausescu und pro-Demokratie waren.